Hallo Berlin, heute bei Du und Deine Lions das zweite Match am heutigen Abend. Und es ist wichtig, ihr müsst besser sein als die Siebtklässler. Die haben nämlich derbe vorgelegt. Die haben derbe vorgelegt. Ja. Zieht's euch rein. Stell dich kurz vor. Chaos aus Hamburg, Ostdorfer Born. Ja. Lärm bitte für Chaos! Ja, Heiko Hoden, Ruppert, ja, Schalke, ne? Ja. Macht mal Lärm für ihn. Yeah! Ihr habt euch geeinigt, wer fängt an? Ich fange an. Okay. Jo, eigentlich wäre das Battle hier schon letzten Monat gewesen. Genauer gesagt am 20.11. Aber ein Tag vor Battle schrieb der Spasti mich an. Genaues Zitat, ich hab nur noch 3 Euro und einen Rucksack voller Bier. Alter, hier hast du noch 1 Euro. Bier kriegst du später, was ist denn los mit dir, Alter? Alter, ey, ich hoffe, du hast dir einiges aus meinem Leben so rausgepiept. Ich bin Disco-Gänger, der nach 2 Stunden spätestens wieder raus da fließt. Ich trink jeden Tag ein paar Holzen, das ist richtig, du Vogel. Ich komme mit ein paar Russen und Deutschen um die Ecke, sie vernichten das Grobe. Ich glaube, ich bin Kiffer, weil ich jeden Tag mein J-Piff. Du hängst zu Hause in dein Zimmer jeden Tag vor der Playsee. Ich bin unterwegs am Block und zieh solche Spinner wie dich ab. Du bist unterwegs und gehst auf die andere Straßenseite, wenn du Spinner wie mich sahst, du Wichser. Ich mach dich klinisch tot wie ein Versuchskarnickel. Deine Mom ist aus den Socken wie Gerüstpartikel. Alter, ey, mach nicht auf Fame, weil ich weiß, dass dich keiner mag. Deine ganze Fangemeinde plus du und deine Mom, ihr passt alle in ein kleines Smart. Du Schisser. Ey, also denk nicht, dass dich hier jeder feiert. Ey, Alter, der Typ nennt sich Hulk Hoden, aber hat keine Eier. Guck dir die Hosen an. Aber dazu kommen wir später jetzt nochmal zu meiner Person. Ich mag keine Verräter und schubs all die Geier vom Thron. Deine Kritik lässt mich kalt. Eskimo, ich geb einen Fick wie die Sekretärin im Chefbüro. Ach so, ey. Und 3 Fakten habe ich noch für dich. Erstens, du bist schlecht. Zweitens, ich hab den dickeren und längeren. Drittens, nur weil du vor dem Battle kotzen warst, bist du noch nicht Eminem. Okay, also ich habe mir auch wirklich was aus deinem Leben gezogen. Der Typ dreht Videos im T-Shirt von Tap Out, aber hat eine Statur, als ob ihn eine 40 Kilo Pep-Braut ganz locker weghaut, Alter. Denk mal darüber nach. Okay, also, hallo New School, hallo Kevin, was geht ab, ich bin dein Vater. Wie ich drauf komme? Naja, ich hatte Ende der 90er mal einen Hype und einen Petspender voller Viagra. Mit ballistischem Gelaber zeigt dir Hulk hier, wer die Hoden hat. Ich mach dich mitten in diesem Methodenblatt. Der Weg in das Battle hier endet für Kevin wie der Todestrakt. Weil Hoden ist der Battle Raps Metzgermeister, flex die Sätze dreister. Mann, ich wichs dir in die Fresse und dir schmeckt der Kleister. Verstehst du? Also, so was wie dich, Kevin, halte ich mir im Hobbykeller, du abgefuckter Storyteller. Das ist Hulk Hoden, Knappschaft, wie Pilat mal sagte, 2 Meter Schwarzkopf, 9 Millimeter, passend für jedes Arschloch. Noch Fragen, dann frag doch, ich kriege Beat per Schlagstock. Party bedeutet für mich, dass ich den Türsteher quer durch die Bar klopp. Und scheiß auf Sigis Fuffis im Club, Alter. Ich hab Sigis Mutter beim Ficken im Swingerclub in die Fresse gespuckt. Time. Los! Okay. Ey, dein Spitzname ist Schnauze, wenn man dich sieht, will man dich boxen. Digga, Basti, du bist so hässlich, sei ehrlich, du kennst dein Spiegelbild nur kotzen. Oder? Ey, ich hab da mal was ausgedruckt, sei nicht traurig, Brudi. Aber ey, auf diesem Bild siehst du original aus wie eine Pussy. Alter, was ist los mit dir? Ey, yo, soll ich euch mal eine Stadt nennen, die keinen Spaß kennt, da wo der Spinner abhängt und herkommt Gladbeck? Alter, Basti, was das denn? Alter, du versiffte Gesichtsgrätsche. Ich und meine Jungs fressen dich und deine Jungs zum Mittag auf wie Fischstäbchen. Alter, Hulk Hoden, Alter, was für ein Name. Ich hätte grad so Bock, diesen Bastard zu schlagen. Eine linke von links, eine rechte von rechts. Ich mach nur einen Witz und der macht sich ins Hemd. Tja, du waschechter Waschlappen. Pussy stinkender Kackvogel. Ich werd dich jetzt platt machen, wenn ich will nach ganz oben. Schief mal im Ernst, Digga, das ist kein Gegner. Ich klatsche ihn einmal um die eigene Achse, Digi, gar kein Thema. Time. Kevin, übertreib mal nicht deine Rolle. Kontrolle ist alles. Irgendwann habe ich die Schnauze voll und dann knallt es, verstehst du? Um cool zu bleiben, habe ich täglich Arsch ab. Du verkaufst dich wie schlechter Geschmack bei Karstadt.
Du stehst im Schatten deines eigenen Egos, Alter. Bist dabei aber gerade mal so echt wie Placebus. Ich zieh aus dem Hintergrund die Strippen wie Geppetto. Alter, eine Wohnung vom Sozi macht deine Scheißstadt nicht zum Ghetto, Alter. Scheiße. Boden ist wie die unendliche Geschichte, wenn ich Lattentrupp jetzt hier dichte. Freestyle-Berichte? Nee, scheiße. Was? Verkackt. Freestyle. Zieh die Schritten wie Geppetto. Eine Wohnung von Sozi macht deine Stadt nicht zum Ghetto. Ich bin sowas wie die unendliche Geschichte, wenn ich mal wieder Lattendruck jetzt hier dichte. Bin ich der Prophet unter den Schwätzern? Ich der Soul Brother, du die Soul Schwester. Mir gehört die Zukunft und der Toy ist von gestern, Alter. Ich bin der MC, der am härtesten arbeitet und nach getaner Arbeit jedes Mal in die Bar schreitet. Erstmal Whisky, aber Cola Light, wenn ich ficken will, hat Kevin's Wohnerzeit. Perfektion in Gebrauch von Schwanz und Mikro. Flow bedeutet I go where the beat goes. Mit mehr Pfeffer im Arsch als Burritos. Du burnst gerade mal so hart wie Iglos. Time. Ja. Ja. Okay, ey yo. Gegen mich hast du nichts in der Hand wie beim Runterholen. Ich fick deine Mutter, Doggy, denn du bist dein Hundesohn. Alter, Rapper sehen dich und denken sicherlich nicht, Basti der Killer. Nee. Als ich dich das erste Mal gesehen hab, dachte ich nur, Alter, was für ein Spinner. Du willst Battleman, dann setz dich auf die Straße. Hierfür bist du nicht bereit, ich mach dich klein wie das Puder an deiner Nase. Ich muss dich erwürgen, ich hab echt keine Wahl. Bei deinem Anblick werden sogar Türken rechtsradikal. Ey, sag mal, klauen deine Eltern? Nee? Du siehst so mitgenommen aus. Du bist das Letzte dafür gerettet, du kriegst nicht mal meine Faust. Du redest von Drogen, Geld und Handschellen? Deine Mutter würde weinen, wenn sie wüsste, was ich gerade mit dir anstelle. Alter, ey, ich guck im Netz, von dir ist nicht zu finden. Nicht ein Track oder eine Line, das sagt mir doch, alle finden dich beschissen. Du bist wie Kaugummi auf der Straße, alle treten auf dir rum. Du bist die allergrößte Blamage hier im ganzen Universum. Ey. Und wenn das Battle hier schlecht war, bin ich sicher, dass es an dich lag. Ich pick dich weg, damit ich noch in 100 Jahren sagen kann, dass ich dich gefickt hab. Du darfst dich geehrt fühlen, dass ich 4 Wochen lang, oder mittlerweile 8, für deine scheiß Blamage über. Normalerweise, wenn ich was zu sagen hab, dann schreibe ich es auf Züge, verstehst du? Ich bin Writer mit Herz, du bist ein Biter, ein Scherz. Mit einem Wort, Junge, du bist ein Toy. Ja, scheiße. Toll. Warte. Scheiße, Alter. Nein. Slipper, Alter. Weiter mit Scherz. Du bist ein Beiter, ein Scherz. Mit einem, ein schwuler Boy, Junge. Mit, ein Wort. Du bist toll. Fuck. Scheiße. Raus. Scheiße. Wirklich? Ja. Verkackt. Raus. Ja, Respekt auch, Digga. Hätte ich nicht gedacht. Eieiei! Das Battle ist unjudged. Bildet euch eure Meinung. Jetzt gibt's hier noch ein drittes Battle. Macht nochmal Lärm zum Abschluss. Yes, yo! Okay, Match Nummer 13, du und deine Lions. Wie ist das Battle, wie ist das Feeling für dich jetzt im Nachhinein, wenn alles, du alles ausgeschaut hast? Echt krass. Ich habe ja 2 Monate gewartet, aber das ist echt endlich mal den Text loswerden, echt ey. Der hing mir so im Kopf, ey, du träumst schon davon, weißt du, du schläfst und kriegst den Text nicht mehr aus dem Kopf, so. Und das war echt schlimm, ich bin echt froh, dass ich den jetzt los bin. Und es ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling, ne, vor, in der Menge da zu immer, also. Ich habe schon 2 Konzerte so gemacht, aber das ist was anderes wieder. Ja, ist ein anderer Druck auf jeden Fall, wenn man einen Gegner vor sich hat. Ja, so, jeder Rapper ist normal auch nervös, so einfach nur vor vielen Leuten zu performen. So. Ja. Da kann man auch, das Lampenfieber kann einen auch auffressen. So. Aber wenn man auch noch einen Gegner hat, so. Aber das hast du dir im Battle gar nicht anmerken lassen. Ich fand, du warst ja sehr souverän auf jeden Fall. Denkst du, es lag an deiner Präsenz und Dominanz in dem Battle, dass du ihn da rausgebracht hast? So. Ja. Ja? So. Ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Also ich habe ihn ja schon von Anfang an so ein bisschen rausgebracht. So. Und das war ganz gut. Er ist ja rausgekommen aus dem Text, so, hat ein bisschen gejoked. Das war ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Hat sich sehr in die Karten gespielt, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, gut. Wie sieht's aus mit dem nächsten Match? Eis und Feuer? Ich hab Bock drauf, auf jeden Fall. Richtig cool. Bock drauf. Ich wäre auch bereit, jederzeit nach Berlin zu kommen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf ein Match so. Und was du dir Neues einfallen lässt für ein neues Match. Genau. Ja, wunderbar. Genauso wünschen wir uns das.
du, genau wie dein Gegner, sehr weiter Anreiseweg. Hat das jetzt nochmal irgendwie heute deine Performance beeinträchtigt? Nee, gar nicht. Also beeinträchtigt, nee. Das war alles gut, also ich bin auch gut durchgekommen. Nur zurück ist gleich ein Problem. Aber kann man nichts machen. Guckst du eigentlich viele Battles auch? Ja, so? Ich gucke ja, alles. Lange schon? Komplett, so? Wann hast du angefangen, Battles zu gucken? Boah, schon vor einem Jahr so ungefähr. Ja? Kennst du vorher über Deutschland? Die alten Battles? Ja, klar, so? Die kenne ich ja. Ja. Hast du die line gebracht mit Eminem? Kotzen Eminem? Ja. Kennst du Fat Tony? Fat Tony. Sagt ihr was? Das Battle von ihm bei Vorher bei Deutschland? Nee, weil ich meine, so, es gibt so viele Battles mittlerweile so und es gibt auch sehr viel Doppelschöpfung, die dann betrieben wird, gerade wenn jemand so auf eine Idee kommt und so weiter. Deswegen hat das auch schon mal gefallen. Es gab die Line, glaube ich, bei Fat Tony in die Art. Also mit, aber Eminem und Kotzen liegt uns auf der Hand so 8 Mile. So, man guckt viel und dann hängt das in so Hintergedanken. Ich habe das auch öfter im Freestyle gehört. So, deshalb habe ich auch nur gefragt, kein Beitvorwurf. Wie gesagt, es gibt auch viele Doppelschöpfungen, aber weißt ja, wie die Community ist, wenn einer die Line schon vorher gebracht hat, dann denkst du so. Deswegen hilft es nicht, du hast einer von der Performance und von der Vorbereitung alles richtig gemacht. Oft hilft es einfach nur, auch viel Battles zu gucken, um zu sehen, ob es so ähnlich eine Line schon mal gab, so damit einfach der Vorwurf dann nicht im Raum ist oder der nicht ausgekontert werden kann. Oh. Ansonsten stabile Leistung, gespannt aufs nächste Battle. Freut mich. Ja, sehe genauso. Kann ich mich nur anschließen. Community, votet hier für Chaos aus Hamburg, wenn ihr ihm den Sieg geben wollt in diesem Match. Das war's von unserer Seite aus. Peace out. Du und deine Lions. Du und deine Lions. Yo, du und deine Lions. Match Nummer 13. 13, genau. Der zweite Contender ist hier. Hulk Hoden aus dem Pott. Urschalker und der junge Mann hat hier bei uns, bei Du und Deine Lines auf dem Format eine gewisse Vorgeschichte und zwar wirklich eine Odyssee an Gegnerfindung und Ansetzungshistorie, ganz krass. Also wir hatten ihm zuerst einen Gegner gegeben, der musste zweimal absagen, einmal weil seinem Kind was passiert ist und einmal weil ihm arbeitstechnisch irgendwas dazwischen gekommen ist. Hulk hat sich jedes Mal den Weg gemacht aus dem Pott. Letztes Mal war es dann so, dass wir ihm einen anderen Gegner gegeben haben, da hat ihm das Schicksal irgendwie einen Streich gespielt, höhere Gewalt und er konnte dieses Battle nicht antreten. Jetzt im insgesamt vierten Anlauf hat es endlich geklappt, Hulk Hoden, dich hier ins Battle bei uns zu bekommen. Hier, ich fühle mich frisch entjungfert. Bei diesem Co-Event. Ja, Entjungferung in hohem Alter, weil genau wie dein Gegner seid ihr beide schon ein bisschen betagter. Ja. Wie lange rappst du schon? Wie lange verfolgst du dieses ganze Battle Game schon? Wie lange gibt es dich schon als MC? Ich habe halt auch so in so einem Jugendzentrum wie hier angefangen, so wie in der Location ungefähr hier. So. Bei uns war es früher so ein Breakdance-Kreis. Ich habe damals viel gefreestylt, so. War auch bei One-on-One-Touren manchmal so in Vorausscheidungen und so. Habe 2004 aufgehört, weil mein damaliger Crew-Member irgendwie ist gestorben. Der wurde überfahren. Wenger, rest in peace. Ja, die anderen aus der Crew haben alle gesigned, so Snagger, Pillard kennt man so, Fahrt. Und ich bin halt der Letzte irgendwie, der dann irgendwie so in dem Kuhkaff so hängen geblieben ist. Und ich dachte, ich muss mir da irgendwie mal so, damit man beim FIFA-Spiel nicht mal so der Belächelte ist, nur irgendwas nachholen. Ja, und jetzt bist du heute angekommen und hast dich einem Gegner gegenüber gesehen, wo wir gerade schon festgestellt haben, der könnte dich ganz schön rausgebracht haben, beziehungsweise, was ja Fakt ist, die Leistung war überschaubar bzw. durchwachsen und größtenteils leider etwas unsicher. Woran lag's? Ja, also auf jeden Fall erstmal so krass, was wirklich so hier die Kiddies schon abliefern, so, wo man sich dann wirklich so in dem Alter überlegt, ob man sich das dann wirklich nicht einfach noch irgendwo sparen könnte. Weil das habt ihr zwar, oder seht das sicherlich auch bei Is on a Rap, aber hier war heute wirklich krass. Also ich bin geflasht so. Gerade die siebte Klasse, so, die waren gut. Ja, da kann man mal sehen, was in 12, 13-jährigen Köpfen losgeht. Ich glaube, habe ich auch vorhin gerade gesprochen, die machen sich ein bisschen freier von dem, was die Erwachsenen denken. So. Ein Erwachsener hat vielleicht so, denkt dreimal drüber nach, ob eine Line gut ankommt und über die Auswirkungen und vielleicht verunsichert einen das, aber weiß ich nicht, vielleicht hat dich vielleicht die ganze Vorgeschichte ein bisschen demotiviert, hat es ein bisschen damit zu tun, dass du vielleicht nicht ganz 100% geben konntest, so, weil ich meine, wenn du schon seit so langer Zeit raps und so, ich denke, du hast das ganze Game durch, so, auch vor allen Dingen, was Freestyles angeht, und dann hättest du ja auch quasi, wenn du rauskommen könntest, mehr auf Freestyle setzen können, oder warum nicht? Nee, also Freestyle ist bei mir komplett eingerostet, so. Also ich habe wirklich fast jetzt so 8-9 Jahre nicht mehr gefreestylt, also ich habe mich wirklich nur auf dieses Texting, ich habe ein bisschen so Theatersport gemacht, so, also so Improvisationstheater und so. Ja, und wollte halt schon immer mal ein Written Battle machen, so. Früher gab es nur Vorher bei Deutschland, das war immer so den privilegierten Rappern so vorbehalten, so, ne? Und jetzt gibt es ja hier solche Formate, so, wo man dann auch als mehr ein Laie oder mehr halb semi-professioneller Mensch irgendwie sich mal melden darf.
Also ja, semi-professionell würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich, ehrlich gesagt, mir gefällt deine Art von Humor so und ich hätte gerne mehr gehört. So. Der Humor ist ein bisschen dirty so, denke ich so. Ich glaube, ja, mit der Art von Sarkasmus kann man definitiv Leute unterhalten. So. Ich würde gerne auf jeden Fall ein weiteres Battle von dir sehen. Wäre cool, wenn du noch ein weiteres Match annimmst. So. Gerne wiederkommen. So. Ja. Auf jeden Fall. Gucken wir uns an. Ja, schneid dir eine Scheibe ab hier von den Kreuzberger Ghetto Kids, wa? Die geben volle Kanne. Die stehen natürlich auch super im Saft auf dem Schulhof. Das ist der beste Testing Ground. Da werden die Sprüche einen um die Ohren gehauen. Da steckt man als Erwachsener oftmals gar nicht so drin. Jo, wir haben hier Hulk Hogan am Start gehabt. Votet für Hulk Hogan, wenn er fandet, dass er das Match gewonnen hat. Ansonsten verfolgt uns weiter. Du und deine Lines. Peace out. Peace.